Ich glaube nicht riesengroß. Mittelgroß? Wirklich, aber klein auf jeden Fall. Ah, der Dillo. Ja. Exakt gleich groß. Aber ein Stück weit schwerer. Faszinierend. Und der das ja auch so klein. Wobei, na gut, was heißt klein? Nicht viel kleiner als ein T-Rex. Großer Fleischfresser, siehst du. Hier nicht groß. Mann. Tja. Tja. Was steht bei dir mit drauf? Gewaltiger. Großer. Gewaltiger. Mit 6, siehst du, 18. Jetzt aber 4 Meter hoch. Okay, alles klar. 4 Meter 6 in der Höhe versus 6 Meter 7. 4, meine Güte. Das meine ich ja, das ist der größer als der hier war eigentlich. Und der ist auch wiederum größer als der. Also das stimmt schon, weil es eben die andere Rasse ist. Okay. Kommen wir raus. Hier, kannst gleich mal einen Haken setzen, bitte. Was? Jetzt schon? Habe ich doch. Und bei dem einen jedenfalls. Sie wissen wieder mal unter schwierigen Bedingungen zu überzeugen. Ja, aber hier, das auch bitte. Ach so. Sie hätten uns nichts beweisen müssen. Der Velo ist schon. Aber Ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Einverstanden. Tja, ja. Einen haben wir schon mal. Der andere fehlt noch. Kümmere mich um Reparatur. Da kommst du direkt da drüben hin. Oh, der ist aber auch stressresistent hier, ne? Das dauert noch ein bisschen bei dem. Aber die Zeit hier ist ein bisschen komisch. Hier ist 0 und da ist 3, ist klar, aber... Man denkt sich so, ich habe nur 3 Minuten Zeit, dass es passiert, aber beide Counter stehen ja einfach still. Weiß nicht, ich dachte, es dauert erst 3 Minuten oder sowas, oder keine Ahnung, aber passiert da weiter nichts, komischerweise. Oh, er ist wieder reingelaufen. Das ist aber nett von ihm. Der Zaun ist ja auch zu. Er läuft. Aber dann bringen wir dich wieder mal rüber. Das Gehege, wo du reingehörst, ha? Was meinst du? Machen wir das? Ich denke schon. Ja. Gleich sind wir hier fertig auf der Insel. Dann gehen wir zur neuen Insel rüber. Das wird schön. Glaube ich. So, warte, das voll. Oder? Wir haben nur noch keinen T-Rex vollständig, nehme ich an. Was gibt's da bloß hier? Da. Sie sind dafür verantwortlich. Ah, nee, ist ausgeschöpft. Ja, aber ich muss sie gerade und so. Wieso satt überhaupt? Ich habe andere Gründe, warum die gerade nicht gut drauf sind, aber nicht wegen satt. Dann braucht er denn. Ach so. Da liegt er ja. Und wie hat er drüben hin? Noch einfangen. Und jetzt nur noch der andere, der hier auch nochmal gestresst werden muss. Sind doch alle satt, gerade als aufgefüllt. Das kann doch nicht sein, was du jetzt gemeint hast. Was sagt die Gyrosphäre? Ah. Oh, sie. Nee, die ist an. Definitiv. Und es gehen auch Leute rein, also. Erzähl doch keinen Quatsch. Sehen Sie, wir machen hier Dinge, die niemand zuvor versucht hat. Tagtäglich. Was? Jede Aktion hat ein kalkuliertes Risiko. Wieso ist und der? Wir rechnen damit, dass Ihr Ergebnis das vergessen macht. Der T-Rex hat ihn aufgefressen. Aber unser Ziel. Eine starke, stabile, Scheiße. Aktive Dinosaurierpopulation erfordert diese Risiken. Das ist natürlich schön doof jetzt. Das ist echt schön doof. Oh, Mist. Oh, Mist. Starten. Dr. Wu beschwert sich wegen ihres mangelnden Fortschritts. Ich möchte, dass er sich auf andere Dinge konzentriert. Also nehmen Sie Ihren Job ernst und kümmern Sie sich darum, egal welche Vorbehalte Sie haben. Ja. Komm. Einen neuen holen. Ich bin zwar kein Unterstützer von Dr. Wus Methoden und Beweggründen, aber er wird keine Ruhe geben, ehe er nicht diesen Belastungstest mit Ihren Dinos durchführen kann.
Regen und Traufe auf einmal. Mhm. Sehr gefährlich, diese Art der Forschung. Und sie machen es trotzdem. Sie sind schuld, wenn das schief geht. Wir überschreiten hier mal eine Linie, was ich nicht gut finde. Ich auch nicht. Aber gut, wir tun das hier ständig. Sicherheit erfordert gewisse Grundsätze. Ah, das ist blöd, ey. Müssen wir uns halten. Alles nochmal neu starten. Genau das machen wir, Kajal. Wissenschaft bedeutet nicht, dass man in der warmen Stube sitzen bleibt, sondern dass man sie zerstört. Ja, ja. Sogar wenn Leben auf dem Spiel stehen? Das sind Tiere. Wir können neue erschaffen. Dafür, dass Dr. Wu unbedingt Leben erschaffen will, gibt er erstaunlich wenig darauf. Ja. Moment mal, er hat sie beim Vornamen genannt? Kajal. Scheint was Ernstes zu sein. Ich kenne diesen Dr. Wu von Anfang an. Egal. Und ich denke, das Einzige, was noch gefährlicher und kaltblütiger ist als die Dinosaurier selbst, ist der Mann, der Hammett dabei geholfen hat, sie wieder zum Leben zu erwecken. Soziale Gruppe 1 bis 8. Ja, was soll's, kommt einer mehr rein. Kommt da noch einer mehr rein. Ich wollte gerade sie jetzt woanders hin tun, aber ein bisschen auslagern, dass nicht alle ausbrechen, alle durchdrehen da drüben, aber was soll's, gibt es wahrscheinlich trotzdem. Mann, ist das dämlich. Nur weil der T-Rex endlich gefressen. Wenn der jetzt, wie er eigentlich hätte sein sollen, draußen. Denken Sie daran. Nein, danke. Muss weitergehen. Ausgebrochen wäre und hier draußen dann betäubt worden wäre. Hätte der T-Rex nicht fressen können, die Quest wäre das gleiche erfüllt. Aber nein. Aber nein. Ist ja nicht. Mist, ey. Verdammter Mist. Warum ist er wieder reingelaufen? Normalerweise laufen die nicht wieder rein. Wer ist jetzt. Achso, der Velo immer noch. Na komm. Dann nennen wir dich jetzt. Ex-Test. Ja. Jemand ist krank. Ich hab so Fleischfresser wieder irgendwie Mist gefressen. Doch nicht. Ist kein Fleischfresser. Blopp. Blopp. Heilen. Und das Ganze nochmal. Also es dauert noch ein bisschen länger als geplant hier auf dieser Insel. Vor allem dauert es länger als ausbrüten. Oh Mann. Super nervig. Transportbewertung. Ehrlich. Was soll ich am Transporter bitte besser machen? Hä? Was soll da besser gehen? Du kommst überall hin in meinen Park. Einfach so. Ich verstehe die Gäste echt nicht. Einkauf ist Mist. Das ist alles Mist, obwohl ich davon mehr als genug habe überall. Auch günstig habe. Also was genau der Player-Problem ist, verstehe ich nicht. Das ist beim besten Willen. Ach! Guck einer an! Was ganz Neues. Stigimollig. Habe ich auch noch gar nicht gehabt. Stigimollig. Jawohl, so heißt er. Hm. Weitermachen. Ich wollte euch einen T-Rex fertig kriegen und nichts anderes. Aber gut, okay. Das ist echt bescheuert. Das ist ja Quest, meine ich jetzt. Aber auch diese Gästebewertung ist total blöd. Ich meine, ehrlich. Ich kann nicht noch mehr Sachen überhin bappen. Es ist billig. Es ist überall. Es wird nicht mal voll genutzt. Und trotzdem meckern die, dass sie zu wenig haben. Und keine Ahnung. Und speziell natürlich jetzt, Transport kann ich einfach nicht verbessern, weil, wie denn auch? Wie soll ich Transport bitte verbessern? Wo bereits überall alles erreichbar ist. Ich meine, ich könnte noch hier was hinbauen, aber ehrlich, das ist doch super, super, super faul von den Leuten dann. Man kann es übertreiben. Und wenn sie ein bisschen Transport haben wollen, sollen sie meine Gyrosphären nutzen. Blödmänner. Also diese Quest kriege ich, glaube ich, nicht mehr erfüllt. Ich war mal 30 Sekunden lang auf 5 Sternen gewesen bei dieser Insel, aber es ist lange her. Ah, 70. Aber eben war es 50. Ich habe nichts verändert. Ich habe nichts daran verändert. Und trotzdem. Auch merkwürdig. Das müsste auch besser geworden sein, die Geosphären eigentlich. Jetzt ist wieder ich verstehe es nicht. Also es ist total random irgendwie. Kaum zuordbar, warum das so und so ist. Muss man nicht verstehen. Auch hier würde ich überall verteilt, ganze Restaurants hingepackt. Das kann es auch nicht sein. Also die Flächendeckung ist ja auch da irgendwo. Und auch da sehe ich das Problem nicht. Das würde ich, keine Ahnung. Was euer Problem ist, liebe Besucher. Wird immer noch überhaupt nicht genutzt. Obwohl da welche reingehen. Oh Mann. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig hier und wieder.
Natürlich nix. Auch nix. Dieser Einkaufswagen ist echt Quatsch hier vorne. Hätte man sich im Nachhinein komplett sparen können. Das nutzt wirklich kein Schwein. Schon ein bisschen traurig irgendwie. Ah. Hier sind ja wieder alle voll. Opala. Viel zu viel. Hier ist es komplett voll, ne? Komischerweise. Der Rest ist alles hier leer. So. Mehr geht echt nicht. Wir haben alles ein bisschen optimieren. Aber dann ist irgendwann Schluss mit lustig. So. Ah, wieder. Ich wollte einen Pfeil nach vorne gehen und nicht mit dem Ding nach oben schrauben. So. Zack. Hier ist noch genug Platz drin. Und da haben wir noch was. Und das ist auch nicht genutzt, so wirklich. Hier ein bisschen was anderes. Ob das jetzt eine Einfluss, weiß ich auch nicht. Ob ich jetzt hier da das verkaufe und da das verkaufe. Und das irgendwas beeinflusst, ich habe keine Ahnung. Sagt einem ja keiner. Achso, genau. Oh, sehr gut. Zwei Dreier für den T-Rex. Wunderschön. Weitermachen. So ist jetzt langsam fertig, mein Großer. Ah. Gut, ich komme fast zur richtigen Zeit, aber nein, er war noch nicht fertig gewesen. Jetzt kommt er aber. Geboren ist maximal, sehr schön. Denn jetzt kommt der Wald wieder weg. Dass er sich von Anfang an nicht geborgen fühlt und vielleicht dann schneller als die anderen Dinosaurier auch ein bisschen ausrastet. Das wäre so mein Wunsch, ne? Hallo! Na, na, na. Oh, er lacht nicht mehr lange. Nicht mehr lange wird er lachen. Das blendet mich so. Ja. Ach, hier ist von Anfang an, siehst du, kein Wald. Sehr schön. Testobjekt. Wenn der Rest bestimmt nur einigermaßen voll ist, eigentlich auch nicht. Ach so. Ich dachte, der Rest muss sich jetzt mal daran gewöhnen, während der von Anfang an das gar nicht kennt, aber der Rest ist auch auf unschöne Werte runter. Nicht sehr sozial bei dir hier. War schon sehr ungeborgen. Es geht so schön schnell bei dem. Ach so. Ach, guck mal, der muss 3 Minuten lang ohne Bedürfnis sein. So ist das, okay. Beim letzten Mal nicht gesehen, den Counter, weil er bei 0 schon war. Na, bricht er jetzt aus? Er greift an. Er greift an. Flieht, ihr Narren. Aber ich muss ja... Ist ja auch doof. Also, noch nicht ausbrechen. Ich muss erst mal die paar Minuten warten hier. Ach, guck mal, schafft er gar nicht. Nachschubanfrage erhalten. Das ist viel zu krass, der Zaun. Das dauert länger. Nachschub ist unterwegs. Aber auch schön zu wissen. Bestätige Aufgabe. Einmal gegenrammen bringt nichts. Aber er bleibt trotzdem hartnäckig. So. Ja! Krass. Das ist eine gute Quelle hier. Da ist so einiges, was ich nicht maximal habe. Hä? Wo ist er denn? Ach, da. Pass auf, T-Rex kommt. Oh, oh. Hau bloß ab. Ey, ich wollte da nicht draufkicken. Oh, Mann. Warte, ich muss selbst lenken. Ja, ja, auffüllen. Auffüllen abgeschlossen. Foto machen. Yeah. Ein paar Urlaubsfotos schießen noch hier. Wir verkaufen diese Fotos, oder? Sind sie verkäuflich? Nein, sind sie nicht. Das ist Privatsammlung, oder? Perfekt, eine Ziege. Schade, weil die Ziege nicht habe. Ja, die frisst, aber na gut. Strafe, trotzdem so viel Geld gekriegt. Kann man also den Kompositionsbonus ausgleichen. Mehr ins Licht kommen, bitte.
Ja, yeah, das heißt ein schlechter Kompositionsbonus. Sehe ich aber auch ein. Ist er jetzt noch? Ja, macht er weiter. Gut. So, wo ist der? Wo ist der? Da ist er.